Heute für euch 5 Zauberfähigkeiten, die Severus Snape besser konnte als jeder andere. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um den Professor für Zaubertränke und späteren Schulleiter von Hogwarts, Severus Snape, und seine mächtigen Zaubersprüche und Fähigkeiten. Eine Sache, die ich gleich zu Beginn erwähnen möchte, ist, dass Snape einer der mächtigsten Zauberer in der Welt der Zauberei ist. Und das Beeindruckendste an ihm ist, dass er nicht einmal so alt war, als er starb. Snape verstarb im zarten Alter von 38 Jahren. Und obwohl er nicht ganz auf dem Niveau von Voldemort und Dumbledore war, befand er sich auf einem guten Weg dorthin. Wenn er noch ein paar Jahrzehnte länger gelebt hätte, denke ich, dass Snape vielleicht die Chance gehabt hätte, der mächtigste Zauberer aller Zeiten zu werden. Leider werden wir das nie erfahren, und obwohl ich sicher bin, dass er das Potenzial hatte, unüberwindbare Macht zu erlangen, hat er es realistischerweise letztendlich nicht geschafft, sowohl Voldemort als auch Dumbledore zu übertreffen. Trotz alledem war Snape immer noch erstaunlich, und ich habe das Gefühl, dass er manchmal ein wenig unterschätzt wird. Im Laufe der Saga zeigt Snape immer wieder Zaubersprüche und Fähigkeiten, die schwer zu beschwören und oft einzigartig sind. Er ist auch deshalb ein vielseitiger Zauberer, weil er sich nie davor scheute, Experimente mit den dunklen Künsten zu wagen. Er kennt sowohl die guten als auch die finsteren Zaubersprüche und Fähigkeiten und beherrscht sie alle. Severus Snape ist ein Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man sich wirklich einer Sache widmet. Als Schüler hatte Snape immer den Kopf in den Büchern, lernte ständig und machte Fortschritte. Er war zielstrebig und ließ nicht zu, dass eine vorübergehende Befriedigung ihn davon abhielt, mehr zu erreichen und mehr zu lernen. Obwohl er durch Mobbing und den Verlust seiner Freundschaft mit Lily auf einen dunklen Pfad geraten war, nutzte Snape seinen Hass auf die Rumtreiber nur als Treibstoff. Dies gab ihm den Antrieb und die Motivation, mehr zu sein und mehr zu tun. Heute werden wir uns Snape 5 mächtige Zaubersprüche und Fähigkeiten genauer ansehen. Legen wir direkt los. Beginnen wir mit der Nummer 5. Zaubererschaffung. Auf Platz 5 haben wir die Erschaffung von Zaubersprüchen. Das Erschaffen von Zaubern kann sehr gefährlich sein und hat sich in der Vergangenheit als äußerst schwierig erwiesen. Nur Hexen und Zauberer mit extremer Geduld und einem erstaunlichen Verständnis der Magie waren in der Lage, erfolgreich neue Zaubersprüche zu erfinden. Snape, der beides besitzt, hat sich bei der Erschaffung von Zaubersprüchen als sehr erfolgreich erwiesen und hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Zaubersprüchen erschaffen. Die Liste umfasst einen Zehennägelwachszauber, der die Zehennägel des Opfers erschreckend schnell wachsen lässt. Langlock, der den Mund des Opfers verschließt. Der Muffliato-Zauber, der die Ohren aller in der Nähe befindlichen Personen mit einem nicht identifizierbaren Summen füllt. Levi-Corpus, der den Körper des Opfers in die Luft hebt. Libera-Corpus, der ihn wieder auf den Boden fallen lässt. Und schließlich vielleicht am wichtigsten Sectum Sempra, auf den wir später eingehen werden. Ein paar andere Hexen und Zauberer, die wir kennenlernen, haben ebenfalls Zaubersprüche erschaffen, aber von allen scheint Snape das beeindruckendste Portfolio zu haben, und ich denke, dass dies wirklich für seine magischen Fähigkeiten spricht. Nummer 4. Herstellung von Zaubertränken. Auf Platz 4 dieser Liste steht Snapes Meisterschaft in der Herstellung von Zaubertränken. Von 1981 bis 1996 war Snape der Zaubertränkemeister in Hogwarts und zeigte sich dabei als äußerst geschickt in der Kunst der Zaubertrankherstellung. Durch seine unermüdliche Arbeitsweise und sein Streben nach Wissenserweiterung war Snape äußerst erfolgreich darin, jede Art von Zaubertrank herzustellen, die er wünschte. Diese Fähigkeit beeindruckte seinen ehemaligen Professor Horace Slughorn während seiner Schulzeit außerordentlich. In der Tat war Snape so geschickt und auf einem eigenen Niveau, dass er viele Anweisungen in den Zaubertränken umformulierte, wie es in seinem Lehrbuch für Zaubertränke der Fall ist, dem gleichen Lehrbuch, das Harry später erlangte. Als Harry Potter zum ersten Mal in Slughorns Klasse kommt, findet er das ehemalige Lehrbuch von Severus Snape, der Halbblutprinz. Anfangs schien es für Harry ein ganz normales Lehrbuch zu sein, aber beim Durchblättern fielen ihm einige Besonderheiten auf, insbesondere die Inschrift des vorherigen Besitzers. Dieses Buch ist das Eigentum des Halbblutprinzen. Anschließend bemerkte er, dass auf jeder Seite Teile der ursprünglichen Anleitung durchgestrichen waren. Stattdessen hatte dieser Halbblutprinz seine eigenen Anweisungen eingefügt. Anweisungen, die sich von denen des Originalrezepts unterschieden. Harry erkannte schnell, dass diese alternativen Anweisungen viel effektiver waren als die Originalanweisungen, da er mühelos die Zaubertränke herstellen konnte, die Slughorn in jeder seiner Lektionen verlangte. Das Buch diente ihm als eine Art Spickzettel für alle Zaubertränke-Lektionen, und durch die Anweisungen im Buch konnte Harry Slughorn nachhaltig beeindrucken. Das ist ein beeindruckender Beleg für Snapes Fähigkeiten in Zaubertränken.
Hogwarts besteht schon seit tausenden Jahren und die Lehrbücher für Zaubertränke wurden von erfahrenen Zaubertranklehrern verfasst, aber Severus Snape hat es dennoch geschafft, sie zu verbessern. Für den Rest des Jahres folgte Harry weiterhin den Anweisungen des Halbblutprinzen, wo immer sie vom Originalautor abwichen, was auch dazu führte, dass Slughorn von Harrys Fähigkeiten sehr doll schwärmte. Es gibt viele Zaubertränke in Harry Potter und ich würde Severus Snape durchaus zutrauen, dass er einen oder die meisten von ihnen herstellen könnte. Zu den mächtigsten Tränken gehören das Veritaserum, ein Wahrheitstrank, Felix Felicis, also flüssiges Glück, Amor Tentia, der Liebestrank und der Vielsafttrank, der dem Trinker ermöglicht, das Aussehen einer anderen Person anzunehmen. Snape war in der Lage, sie alle herzustellen. Nummer 3. Ungestützter Flug. Auf Platz 3 steht natürlich der ungestützte Flug, also die Fähigkeit zu fliegen. Die einzige andere bekannte Hexe oder der einzige andere bekannte Zauberer, der ohne irgendein Zauber fliegt, ist der dunkle Herrscher selbst, Lord Voldemort. Diese Fähigkeit ist äußerst ungewöhnlich und ein Zeichen für eine wirklich mächtige Hexe oder einen mächtigen Zauberer. J.K. Rowling soll gesagt haben, dass alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit zum Fliegen haben, aber dass die große Mehrheit einen Besen braucht, um sie zu erlangen bzw. zu kanalisieren. Im Falle von Severus Snape und Lord Voldemort sind sie einfach so fokussiert und mächtig, dass sie in der Lage sind, die Kraft zum Fliegen ohne Unterstützung zu kanalisieren. Sie nutzen die Energie eher durch sich selbst als durch einen Besen. Das Fliegen kann in vielen verschiedenen Situationen nützlich sein, da es dir ermöglicht, schnell zu entkommen und ein Ziel mit Leichtigkeit zu verfolgen. Freies Fliegen sollte aber nicht mit Schweben verwechselt werden, das bei Menschen sowieso nicht funktioniert und nur Objekte ein paar Meter über dem Boden schweben lässt. Nummer 2. Sectum Sempra. Auf Platz 2 dieser Liste steht Snapes ganz eigener Zauberspruch Sectum Sempra. Wir sehen Sectum Sempra zum ersten Mal in den Filmen, als Harry Potter ihn gegen Draco Malfoy im Halbblutprinzen einsetzt. Sectum Sempra ist ein bösartiger dunkler Fluch, der wie eine unsichtbare Klinge oder ein unsichtbares Schwert wirkt und Schnittwunden, Blutungen und Schnitte bei seinem Ziel verursacht. Oftmals bleibt das Ziel nach einem Treffer regungslos liegen, während es Blut verliert. Sectum Sempra scheint eine Spezialität von Severus Snape zu sein und wird in seinem Lehrbuch für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung erwähnt. Das einzige Mittel gegen Sectum Sempra ist Vulnera Sanentur, das möglicherweise ebenfalls von Snape erfunden wurde. Das Gefährliche an Sectum Sempra ist, dass es für Harry scheinbar leicht zu zaubern war und dennoch hätte es beinahe Draco Malfoy getötet, als er es zum ersten Mal benutzte. Während die unverzeihlichen Flüche Absicht und ein Verständnis der Zaubersprüche erfordern, um effektiv zu sein, scheint Sectum Sempra nicht dasselbe Maß an Absicht oder Verständnis zu verlangen. Dennoch hat er immer noch die ähnlichen tödlichen Folgen. Ich glaube, das Einzige, was Snapes Zauberspruch von den traditionellen unverzeihlichen Flüchen Crucio, Avada Kedavra und Imperio unterscheidet, ist, dass er einen Gegenzauber hat. Nummer 1. Occlumentic. Occlumentic ist die Praxis des magischen Verschließens des eigenen Geistes vor der Legilimentik, welche darin besteht, durch die Köpfe der Menschen zu navigieren, um Zugang zu ihren Gedanken und Gefühlen zu erhalten und manchmal sogar sie zu beeinflussen. Severus Snape ist ein Meister der Occlumentic und neben Dumbledore vielleicht einer der wenigen Menschen, dessen Geist vor einem Meister der Legilimentik wie Lord Voldemort sicher ist. Snape agierte als Doppelagent und kann Lord Voldemort trotz häufiger Interaktion mit ihm täuschen. Ich denke, dass dies wirklich für seine Fähigkeit als Occlumenticer spricht und vielleicht sogar Dumbledores Fähigkeiten in diesem Bereich übertrifft. Ein Occlumenticer der Grundstufe ist einfach in der Lage, seinen Geist im Falle einer Gedankeninfiltration zu schützen, während ein Meister der Occlumentic in der Lage ist, seine Gedankenmuster zu ändern, um die Legilimenticer weiter zu verwirren. Angesichts der Tatsache, dass Occlumentic eine seltene Fähigkeit ist und dass Snape sie so meisterhaft beherrscht, hielt ich es für angemessen, sie an der Spitze dieser Liste zu setzen. Und damit ist diese Liste abgeschlossen. Ich wünschte wirklich, Severus Snape hätte ein längeres, erfüllteres Leben gelebt, damit wir sehen könnten, wie die Grenzen der Magie noch weiter ausgereizt worden wären. Aber in der Zeit, in der er lebte, hat er sicherlich eine Menge beigetragen. Und das war's mit diesem Video. Falls ich etwas übersehen haben sollte, hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Inhalte mehr zu verpassen und immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.